6 Runden im Federgewicht der Damen sind angesetzt. Das Gewichtslimit 57,1 Kilogramm. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Die Supervisorin aus Deutschland ist Frau Beate Pöske. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter Andreas Schweiger aus der Bundesrepublik Deutschland, René Fiebig aus der Bundesrepublik Deutschland und Peter Melort ebenfalls aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zur Kämpferin in der blauen Ecke. Sie ist 33 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen 57,9 Kilogramm auf die Waage und misst 1,68 Meter. Sie ist Profi seit 2012. Ihr Kampfrekord 71 Kämpfe, 14 Siege. Dreimal gewann sie durch K.O. aus Sosniewicz, Polen, Karina Smallenberg. Und nun, meine Damen und Herren, and now, ladies and gentlemen, the red corner. Sie ist 29 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen 57,5 Kilogramm auf die Waage und ist 1,69 Meter. Sie ist Profi seit 2016, ihr Kampfrekord 16 Kämpfe, 13 Siege, dreimal gewann sie durch K.O. Sie ist die ehemalige Europameisterin, die ehemalige Juniorenweltmeisterin und die ehemalige Interims World Champion im Federgewicht, the one and only aus Berlin. Nina, the brave Meinke! Meine Damen und Herren, the referee in charge of the action, der Ringrichter ist Marco Morales aus Deutschland. Jetzt mit den letzten Instruktionen. This is the co-main event of the evening. 6 Runden im Federgewicht der Damen. Seconds out, Ring frei. Runde 1, Round 1. Nina Meinke, ganz in Schwarz. Das steht fest, geht keiner Gegnerin aus dem Weg. Heißen diese nun Cathy Taylor, Alina Thyssen oder Sarah Mayfoot. Sie ist sympathisch, ein hübsches, intelligentes Role Model für ihren Sport und träumt nach wie vor vom Gewinn eines WM-Gürtels einer der großen Verbände. Und da ist es wichtig, dass ihr heute eine gute Leistung seid gegen Karina Schmallenberg. Sie haben es gehört, 71 Kämpfe, 14 Mal hat sie zwar nur gewonnen, aber bei 53 Niederlagen nur dreimal vorzeitig verloren. Das ist schon ein Grundstück und das zeigt, dass sie gut boxen kann. Und dass sie auch mit absoluten Weltklasse-Boxerin in der Lage ist, nicht mitzuhalten, unbedingt was die Leistung angeht, aber über die Runden zu kommen. Ist natürlich routiniert, die 33-Jährige, 71 Kämpfe, Wahnsinn. Und fit hier wieder. Finte, Finte, Finte. Abgeduld, Abgeduld. In der Meinke, Rechtsauslegerin. Jawohl. Ja! Genau so! Jawohl! Ja, gute erste Runde. Und stabil einfach. Und für Tier. Ja! Und für Tier. Jawohl, weiter! Ja, sehr beliebt in Deutschland, die Nina Meinke. Aufgrund ihres frischen Auftretens immer freundlich, immer gut drauf. Sehr geil, Nina. Boxen kann sie natürlich auch. Und die drei Gegnerinnen, gegen die sie verloren hat, die habe ich vorhin aufgezählt, das ist nun absolute Weltklasse. Kann man auch mal verlieren. Jawohl, weiter. Jawohl, super. Gute Treffer hier in Runde 1. Ja, die ist fokussiert, die Wind. Das sieht man der Nina Meinke an. Kaius, der Trainer, wir haben es gehört, die Meinung von Uli Wegner über ihn. Er ist eine große Sprücke und das kann er auch. Kai Husse, Michi Albers. Macht immer Spaß, sich auch mit Kai Husse zu unterhalten. Fachlich ist er super drauf und auf alle Mal. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, Europameister bei den Amateuren und Militärweltmeister. War eine Macht zusammen mit seinem Bruder Falk. Also gute erste Runde. Die Karina Schmallenberg hat geheiratet, kämpfte früher unter ihrem Mädchennamen Karina Kopinska.
geht ran, die Meilenberg. Und wieder übernehmen. Gut, dass man dagegen gehalten von Meinke. Finte. Ja. Sehr gut, Nina. Bleib da. Ruhig. Jawohl, Nina, super. Jawohl, Nina. Können wir Nina? Gute Kombination von Nina Meinke. Ja, die ist gut eingestellt auf sich Meilenberg. Finte. Gut, die hat ja auch häufig in Deutschland geboxt, ihren letzten Kampf. Ja, so ist gut. Jawohl, Nina, super. Gegen Sarah Ochmann. Hier, die schnauft. Ja, jawohl. Hat sie sehr gut ausgesehen, ganz knappe Kiste, Ochmann gewonnen. Aber hätte auch irgendwas umgekehrt gewertet werden können, hätte sich die Ochmann auch nicht beschweren dürfen. Aber die Meinke legt hier ein ganz anderes Tempo vor als Ochmann. Und wieder übernehmen. Jawohl, Nina. Aber sieht man auch mal, wie die Schmallenberg sich da auch reinsteigern kann. Auch sie hält hier ganz gut dagegen. Und weiter, Finte. Weiter, ruhig. Hab Geduld, Finte. Jawohl, und wieder. Ruhig bleiben. Geduld haben, Nina, ja? Lass ins Leere schlagen. Und weiter. Finte. Ja. Weiter. Ja. Sehr schön. Finte. Komm. Zweite Runde auch gewonnen. Auf 6 Runden das Ganze angesetzt. Schmallenberg hat natürlich auch schon illustre Gegnerin geboxt, allen voran auch Katie Taylor aus Irland bei deren Profidebüt. Taylor war auch Olympiasiegerin und ist inzwischen Weltmeisterin im Leichtgewicht bei allen 4 großen Verbänden: WBC, WBA, IBF und WBO. Dann traf sie in der Schweiz auf Vivian Open auf, die noch immer in Untersuchungshaft sitzt. Sie soll ihren Ehemann ermordet haben. Schmallenberg ist auch regelmäßig in Deutschland zu Gast. Niederlagen setzt er es. Beke Bass. Gegen Nina Meinke ist sie auch schon mal angetreten, hat nach Punkten verloren. Gegen Sandra Atanasov, Elina Thyssen, Sila Kisigyol, Ramona Gräf, Nathalie Zimmermann und zuletzt gegen Sarah Weidmann und, ich habe es gesagt, gegen Lara Ochmann aus Torgau. Aber sie wird auch immer gerne wieder eingeladen, weil sie halt immer liefert und gute Leistung zeigt. 53 Niederlagen hin oder her. Bisschen ruhiger, Nina. So, also ruhiger Boxen, Nina Meinke ist natürlich nicht gerade ihr Ding. Temperamentvolles Mädel. Finte. Ja, so. Fintier. Jawohl. Ja. Schön. Gute Rechte da zum Kopf von Schmallenberg. Ja, so, weglassen, wieder da sein. Super. Und wieder übernehmen. Aber die haut man eben einfach nicht mal so um. Ruhig, Nina. Nicht zu viel machen, reicht doch. Finte. Ja, machst du mit Hinten kaputt. Ja. Ja, wenigstens mal Stimmung hier ein bisschen. Nur mit Hinten kaputt machen, Nina. Ach, Nina Meinke. Ruhig. Ja. Und Finte sofort. Ja, Nina, so ist Box. Super. Und dann übernimmst du. Ja, Finte, komm. Ja. Schade. Weiter. Tief hoch. Jawohl. Echt, macht sie wirklich ausgezeichnet, Nina Meinke. Tief hoch nochmal, Nina. Tief hoch. Komm. Ja, tief. Schade. Schieb sie weg. Und wieder Schritte. Die Nummer 2 in Deutschland hinter Elina Thyssen aus Warndorf. Gegen die sie so verloren hat, knapp. Und Nummer 10 in der Welt, immerhin.
Angeführt wird die Weltrangliste von Manara Serrano aus Puerto Rico. Die ist IBF, IBO, WBCO und WBO-Weltmeisterin. Dann Nummer zwei ist Erika Cruz aus Mexiko, WBA-Champion. Drei Sarah Marfut von den Faroer Inseln. Hat sie ja mal Punkte verloren in Dänemark um den IBF-Titel. Vier Brenda Karen Carabayel aus Argentinien, die ist WBO-Weltmeisterin. Sieben dann Elina Thyssen und zehn Nina Manke. Also nicht so viele Top 10 Boxerinnen und Boxer in Deutschland zurzeit. Guter Kampf. Bleib dran. Gehen Sie hier beide ganz schön die Kante, schenken sich nichts. Und Finte, bitte komm. Finte, Druck machen, Finte. Und weiter. Jawohl, super. Und Finte, komm. Finte. Ja. Einfach Zwischenhandlung, mehr ist nicht. Die linke Schlaghand wunderbar wieder platziert. Und übernehmen mit einer Finte, komm. Naja, die muss eigentlich nur warten, weil tatsächlich die Schmalenberg da in die Schläge reinmarschiert. Ja, so, eine Minute. Und wenn sie nach vorne geht, dann wird sie hier mit der linken gut abgefangen. Bleib dran. Stopp. Druck machen für den Tieren. Komm. Und weiter. Ja. Jawohl, super. Nicht mit Gewalt, Nina. Kontrolle. Ja, für den Tieren. Haben wir angehen, gute Stress. Talente. Mach Stress. Ja, weiter. In Deutschland. Weiter, Stress machen. Weiter. Was die Frauenboxen angeht, ja, Nina Meinke gehört dazu. Komm. Ja, weiter. Stress. Corona Greif. Ja, wieder hier die Aktion, jawohl. Richtig was los hier. Klasse Kampf. Beide lassen schön die Fäuste fliegen. Das ist wieder meine Nina. Auch so ein bisschen gerötet schon im Gesicht, die Nina Meinke. Also hat auch ein paar Treffer abbekommen. Und bleib in der Mitte. Komm mal Wasser, Dings bitte. Ja, dann ist Sandra Bohrmann. Ich glaube, wir haben bei den deutschen Talenten sind. Ja, auch. Wasser, zu erwähnen. Aufstehen. Bist du wieder den Moment ausgeschlossen. Und mach das Platz. Ja, nur auf die Kopfgeschwindigkeit. Danke, Sam. Ring 2, Runde 5. Also schon die fünfte Runde. Bei 2 Minuten geht es immer relativ flott. Schön aufpassen, jawohl. Weggehen nach hinten und dann stehen bleiben. Gegenangriff starten. Oh, ist auch giftig heute, meine Herren, die Schmalenberg. Ja, Nina, so super. Und jetzt wieder übernehmen. Finte, komm. Ja, Finte. Ist gleich wieder vorbei. Komm jetzt, Nina. Ruhig. Also, die habe ich schon ganz anders gesehen, die Schmalenberg, ehrlich gesagt. Aber also, heute will ich es wissen. Jetzt übernehmen. Jawohl. Tief hoch, Nina. Ja, die Meinke lässt sich da nicht beeindrucken. Gut abgeblockt. Tief hoch. Ja. Und dann nochmal die
rechte und jetzt weiter, tief durchgekommen. Nur noch tief. Einige Trainer muss ich auch einstecken. Gut abgefangen. Tief hoch. Ja, Malenberg auch leicht gezeichnet im Gesicht. Tief also, hoch, tief hoch. Die checken komm, sich tief, hier gar tief, nichts. Tief. Weiter. Ja, Boss. 2016 sind sie schon mal gegenüber gestanden, die beiden. Auch ein Punktsieg für Meinke. Ja! Weiter, Nina, komm! Und jetzt! Nina, linken Seitwärtshaken, tief hoch, komm! In 2017 wurde sie BBU-Juniorenweltmeisterin im Supervätergewicht, die Meinke gegen Asna Tukic aus Bosnien-Herzegowina. Klasse Kampf, wirklich! Zu Recht hier der Co-Main-Event und da müssen sich die Männer anschließend noch mal anstrengen, wenn sie hier an die Klasse rankommen wollen, der Buhalo und auch der Golovaschenko. Wasser. 2018 gab es die vorzeitige Niederlage in Runde 7 gegen Superstar Katie Taylor. Ja, Nina Meinke, danach wurde sie GBU-WIBF-Champion gegen Licia Trovato. Der Titel war dann weg nach der Niederlage gegen Elina Thyssen. Da wurde sie Europameisterin gegen Lucy Sedlakova aus der Tschechischen Republik und dieses Jahr dann die Niederlage um die IBF-Weltmeisterschaft gegen Sarah Mahfouz. Und zuletzt gab es schon wieder mal einen Sieg in Salzburg über die in Salzburg geborene Eva Hubmeier. Dass sie auf einem guten Weg ist, wieder die Nina, das beweist sie hier in diesem Kampf. Und die Malenberg, die kommt nochmal, die hat sich hier noch nicht geschlagen gegeben. Klaren Treffer natürlich bei Nina Meinke. Aber die kämpferische Einstellung von der Podin ist schon beeindruckend. Und, ja, Nina, guck doch mal. Jetzt hast du ihn rein. Oh, tief, tief. Und jetzt ziehst du den Haken rein. Jetzt. Ja. Und den linken Haken auch mal probieren. Ja, und Körper. Na, ich Körper. Hör auf damit. Und weiter. Ja. Nina, letzte Minute. Na, jetzt hat die Schmalenberg auch innerlich, glaube ich, aufgegeben. Fängt sich hier jetzt nochmal die linke Schlaghand und nochmal schön durchgekommen. Gut gemacht, abgefangen. Ja, kommt immer häufiger die linke von Meinke. Jawohl, Nina, alles Boxen, weiter. Jetzt hat sie sie im Sack, auf alle Fälle. Aber super Kampf und zum super Kampf gehören eben auch zwei gute Boxerinnen und dass sie boxen kann, hat Karina Schmalenberg hier und heute mal wieder bewiesen. Ja, ein Freundschaftskampf war das nicht, das kann man nicht sagen. Die haben sich ja richtig geackert. Und ich muss sagen, Hut ab von Nina Meinke. Zu später Stunde hier noch so eine Leistung abzurufen. Sehr gut. Versuchen die Dinge auszuziehen, nee, war mal so anders. Schmalenberg natürlich auch. Beide rechts, beide rechts. Also warten wir wieder auf das Vorteil. Sauern ja mal so ein bisschen hier. Und dann sind wir fast durch. Dauert immer, bis die Handschuhe ausgezogen sind. Ja, wo die Gegner vorhin recht gehabt haben. Einige Zuschauer mehr hätten die Veranstaltung ja schon verdient gehabt. Aber die da waren, die mussten ja kommen, zumindest nicht beheulen.
war schon einiges sehr Gutes dabei und vor allen Dingen dieser Frauenkampf. So, warten wir mal auf das Urteil. Ja, in der Ringecke von Schmalenberg, da wird auch noch diskutiert, hier links und rechts, wird dann auch mal angezeigt. Die hat es heute nicht mehr. Ingo Rohrbach. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, nochmal einen großen Applaus für einen richtig guten Kampf bei allen Boxerinnen. Ladies and gentlemen, as we go to the scorecards, wir haben eine einstimmige Siegerin nach Punkten. Andreas Schweiger und Peter Milord werden den Kampf 60 zu 54, 60 to 54. Und René Fiebig werden den Kampf 59 zu 55, 59, 55. Winner by unanimous decision, einstimmige Siegerin nach Punkten aus Berlin. Nina the Brain Manke!